Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Wir haben unsere Kalkulationstabelle fertig. Funktionsmäßig zumindest so weit fertig, dass wir sagen können, ja okay, schaut gut aus, aber ich möchte eben nicht alles herzeigen. Und wir haben da einen Risikoaufschlag, wir haben eine Manipulationsgebühr, wir haben einen Wunschgewinn und so weiter. Und da gibt es einzelne Spalten, die möchte ich verstecken. Ja, zum Beispiel, weil ich da speziellen Risikoaufschlag irgendwo drinnen habe oder spezielle Manipulationsgebühr und vor allem auch einen speziellen Wunschgewinn. Ja, das möchte ich ja nicht jedem zeigen. Wie kann ich jetzt solche Zellen verstecken? Und zwar, in diesem Fall zum Beispiel, ist es die Spalte C. Die Spalte C möchte ich jetzt verschwinden lassen, ja, nicht angezeigt lassen. Rechte Maustaste auf die Spalte C darum und ausblenden. Und das war's. Das war es. Gell? Ja, die Spalte C ist noch da, man merkt das schon, dass es ausgeblendet ist, gell? Weil es ist A, B, dann nix, D, E, F, G, also C ist ausgeblendet. Deswegen kann man da mit der rechten Maustaste da draufdrücken, ja, und sagen einblenden, dann ist sie auch wieder da. Es ist ein bisschen eine Fummelei, ja, wenn man da ein bisschen daneben tut, tut sich nichts. Ja? Also man muss da wirklich genau treffen, dann funktioniert das. Und so kann ich jetzt zum Beispiel C, E und G alle gleichzeitig mit Steuerung halten. Gell? So kann ich Spalten gleichzeitig markieren, also meine Spalte markieren, dann Steuerung halten, klack, klack. Ja? Wenn ich zwischen zwei Spalten alles markieren will, erste Spalte markieren, die Umschalttaste, Shift-Taste halten, letzte, dann habe ich so ein gesamtes Feld. Wenn ich einzelne Spalten will, ist eben mit der Steuerungstaste. Gell? Zack. Rechte Maustaste drauf, ausblenden. Schaut fast so aus, wenn ich mir das vorstelle. Das Einzige ist eben da das Manipulationsgebühr. Das ist ganz, ganz typisch, dass so etwas passiert. Ganz typisch. Also muss man immer den Worst Case irgendwie anschauen und muss auf diesen dann praktisch mein Design der Tabelle ausrichten. Schauen wir uns die Eigenschaften von so einer Zelle an. Da oben gibt es einen Textumbruch. Wenn ich den ausschalte, ja, dann sehen wir schon, das steht alles in einer Zeile. Und das ist da jetzt egal, ob ich da Enter drin habe oder nicht. Ja. Meine Manipulationsgebühr steht alles in der Zeile. Textumbruch, Manipulationsgebühr, einfach wenn es nicht mehr weitergeht. Und wenn ich dann doch irgendwo einen Bindestrich reinmache, passiert auch nichts. Aber mit Enter haben wir gesagt, das geht nicht. Das war schon einmal in einem Video. Ja? Aber mit Alt, Enter kann ich das in die nächste Zeile. Aber es schaut trotzdem schlecht aus. Ne? Jetzt habe ich da im Prinzip die Möglichkeit, dass ich sage, okay, das mache ich halt ein bisschen breiter, diese Sachen hier. Ein bisschen noch breiter. Und jetzt schaut es eigentlich gut aus. Jetzt schaut es gut aus. Ja? Jetzt lasse ich das, wenn ich die Sachen wieder einblende. Was ist, wenn ich alle Spalten, jetzt habe ich zuerst alle Spalten auf einmal ausgeblendet. Ja? Was möchte ich, wenn ich alle Spalten gleichzeitig einblende? Am besten ist, man markiert so drüber euren Bereich, wie groß das ist, immer ganz egal. Hauptsache, die Spalten, die ich einblenden möchte, sind drinnen. Rechte Maustaste irgendwo hin, einblenden, baff, sind alle da. Okay, das schaut doch jetzt ganz gut aus. Gell? Also so, diesen Textumbruch da oben kann ich ein- und ausschalten. Wenn ich etwas genaueres haben will, dann kann ich auch diese Ausrichtungseinstellung, dieses kleine Pfeilchen hier daneben immer auswählen und da kriege ich mehr. Gell? Ja, da kann ich zum Beispiel den Text verdrehen um 45 Grad. Aha, das schaut gleich mal schier aus. Kann ich hier auch. Gell? Ja, aber nur in bestimmten Dingen, da kann ich halt genau festlegen. Ich bleibe bei 0. Bleibt bei 0. 0 ist gut. Gut, also so kann man Spalten ausblenden. Ausblenden. Jetzt ist es natürlich immer etwas mühselig, solche Spalten ein- und auszublenden. Markieren, rechte Maustaste aus- und einblenden. Geht das nicht auf einen Klick? Und jetzt zeige ich noch eine Möglichkeit her, wie man Gruppen praktisch ein- und ausblenden kann. Und zwar markiere ich einmal eine Gruppe. Ja? Und dann gehe ich hier oben auf die Daten. Und da steht Gruppieren. Und wenn ich jetzt Gruppieren drücke, schau, dann kommt so ein Minus, dann kommt so eine Auswahl. Und wenn ich jetzt Minus drücke, ist weg. Habe ich nur Kosten, Verkaufspreis.
Kalkulation kann ich ein- und ausblenden. Ja, diese Gruppe kann ich öffnen oder schließen. Öffnen oder schließen. Öffnen oder schließen. Ja. Super. Und was ist da? Mache ich da, ah, schau, aber hier sind da jetzt die eigentlich ausgeblendeten Zellen. Kann ich eine Gruppe ausblenden? Schließen, öffnen, nur so lange, wie sie offen ist. Wenn ich einmal schließe und öffne, ist alles wieder da. Gut zu wissen, richtig? Aber was ist da vorne? Was ist da vorne? Da ist ja C-Fehler noch immer. Blenden wir es ein. Einblenden. Und jetzt sehe ich, warum. Das ist hier. Das ist ja nicht in der Gruppe. Das ist nicht in der Gruppe. Wie kriege ich jetzt die Gruppe wieder weg? Jetzt habe ich die Gruppe da angelegt. Wie kriege ich das wieder weg? Ich markiere die Gruppe. Sage Gruppierung aufheben. Immer mit der Ruhe, gell? Gruppierung aufheben. Fertig. Jetzt markiere ich die gesamte Gruppe. Gruppieren. Und jetzt funktioniert das so, wie man das vorstelle. Jetzt funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. Cool, ha? Cool! Also Risikoaufschlag, Manipulationsgewinn, Wunschgewinn, das sind so die Sachen. Jetzt haben wir uns auch angesehen, wie wir das manipulieren können. Also wie wir das praktisch das Design einer Spalte, einer Zelle jetzt genau festlegen können, mit eben Start und Dauer rüben, da kann man alles Mögliche machen. Ja. Können wir übrigens auch die Schrift und Rahmen und ausfüllen, können wir grün machen. Also in dieses Menü hier, ja, das ist ziemlich umfassend, da kann man alles praktisch ändern. Sachen, die man eigentlich heraus auch ändern kann, das macht das Gleiche, aber in diesem Menü ist eben alles drinnen. Ja, da draußen haben wir nur ein Subset, was am öftersten verwendet wird. Ja, schaut gut aus. Ja. Schaut gut aus. Das nächste Mal möchten wir uns Optionen ansehen. Ja. Jetzt haben wir die Wenn-Funktion kennengelernt. Ja. Es gibt auch eine Funktion, die heißt Summe Wenn. Summe wenn, das werden wir uns das nächste Mal anschauen, was da passiert. Summe wenn machen, nächste eingebaute Funktion einfach. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen.